Also Okay. jetzt ein Artikel über die Zwiebel. Ein Lob auf die Zwiebel. Zwiebel, die Königin des Gemüses. Was macht die Zwiebel so wertvoll, dass sie sich diesen Namen verdient hat? So viel sei schon einmal verraten. Verantwortlich für den glorreichen Namen ist unter anderem das Polyphenol Quercetin sowie der schwefelhaltige Zwiebelstoff Allicin. Diese beiden Wirkstoffe machen die Zwiebel zu einem richtigen Supergemüse. Mit Zwiebel die Lebensqualität steigern. Neue Studien zeigen, dass beschädigte Mitochondrien, Muskelfasern, mit vielen Krankheiten wie Alzheimer, Krebs, Arthrose und Muskelschwund in Verbindung stehen. Wie wir bereits aus dem Blogbeitrag Per Mitochondrium in eine höhere Lebensleistungssphäre zu finden unter www.dr-feil.com wissen, erhöhen Mitochondrien nicht nur die sportliche Leistungsfähigkeit. Mit dem Inhaltsstoff Quercetin enthalten Zwiebeln einen Wirkstoff, der die Mitochondrienbildung stimuliert. Quercetin sorgt allerdings nicht nur für eine erhöhte Mitochondrienbildung, sondern senkt Blutdruck, Entzündungen, Schmerzen und hohe Cholesterinwerte. Achten Sie daher immer darauf, genügend Quercetin, zum Beispiel in Form von Zwiebeln, aufzunehmen. Da Quercetin beim Anbraten kaum kaputt geht, können Zwiebelstücke glasig gedünstet verzehrt werden. Anders sieht es bei Mikrowellenstrahlen aus. Siehe unten. Also, quercetinreiche Lebensmittel. Zwiebeln 347 Milligramm pro Kilogramm. Grünkohl 110 Milligramm pro Kilogramm. Grüne Bohnen 39 und so weiter. Äpfel 36, Kirschen 32, Brokkoli 30. Ebenso quercetinhaltig sind Pflanzenextrakte aus Ackerschachtelhalm, Brennnessel und Granatapfel. Krebserkrankungen dank Zwiebeln besser überwinden. In verschiedenen Studien wurde nachgewiesen, dass Allicin aus Zwiebel und Knoblauch Tumorzellen zerstören kann, ohne dass andere Zellen geschädigt werden. Dieser Zwiebelstoff entwickelt sich allerdings erst durch eine chemische Reaktion aus dem Zwiebelstoff Allicin nach dem Schneiden der Zwiebel. Deshalb sollten Sie Zwiebeln nach dem Schneiden immer 5 Minuten ruhen bzw. reagieren lassen. Das finde ich jetzt interessant. Bevor Sie sie anbraten oder Salatsoßen beifügen. Ebenso gibt es Hinweise, dass Allicin die LDL-Cholesterinwerte verringern kann und somit zum Schutz von Gefäßerkrankungen beiträgt. Zwiebel, die erste Hilfe für das Immunsystem. Bei kühlnassem Wetter werden die Klagen über eine laufende Nase, einen kratzenden Hals oder über andere Erkältungssymptome immer lauter. Aufgrund ihrer immunsystemkräftigenden Wirkung sind Zwiebeln bei Erkältungskrankheiten besonders empfehlenswert. Eine schnelle Hilfe bei einer Erkältung ist ein Zwiebelsaft. Rezeptur für Zwiebelsaft: eine Zwiebel ganz fein hacken, 5 Minuten sitzen lassen, danach mit 100 Milliliter heißem Wasser übergießen, 20 Minuten ziehen lassen und 3 Esslöffel Honig unterrühren. Und davon dann stündlich einen großen Schluck des Zwiebelsaftes nehmen, gurgeln und schlucken. Zwiebeln schützen auch vor Diabetes. Neue Studien zeigen, dass Zwiebeln darüber hinaus die Insulinrezeptoren stärken und vor Diabetes schützen. In die gleiche Richtung wirkt der Zwiebelinhaltsstoff Glucokin, der ein blutzuckersenkendes Potenzial besitzt. Auch aus diesen Gründen sollten Sie regelmäßig Zwiebeln auf Ihren Tisch bringen. Und für frischen Atem.
Achtung, Zwiebeln mögen keine Mikrowelle. Um die Männer abzuschrecken. Zwiebelinhaltsstoffe sowie andere wertvolle Pflanzenstoffe werden durch Mikrowellenerhitzung schnell abgebaut. Deshalb sollte die Mikrowelle nur in Ausnahmen benutzt werden. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim zukünftigen Verzehr größerer Zwiebelmengen. Viel Zwiebeln bekommen Sie unter, wenn Sie öfters Zwiebelkuchen essen. Opa, Opa. Nein, aber irgendwann war es leid dann. Ihr Dr. Wolfgang Pfeil, Nachtrag. Zwiebel und, in Klammer auch Knoblauch, verbessert auch die Zink- und Eisenaufnahme aus Getreide und Hülsenfrüchten. Literatur nachzulesen unter www.dr-feil.com. Also nochmal www.dr-feil.com. So, das war's. Fertig? Okay. Ja. Vergessen Sie bitte nicht, auf den Subscribe und Mir gefällt Knopf zu klicken und mit Ihren Freunden zu teilen. Kannst du ein bisschen drehen? Okay?